Der erste Bearbeitungsschritt auf der Timeline mit Videoclips, den ich Teilnehmern in meinen Kursen zeige, ist das sogenannte Trimmen. Trimmen bedeutet, wenn man am Anfang eines Clips oder am Ende eines Clips einfach wartet, bis der Doppelpfeil erscheint und diesen Clip dann kürzer macht oder wieder länger zieht. Das bezeichnet man als Trimmen. Es gibt eine weitere sehr interessante Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel am Ende des ersten Clips bin und beim Trimmen die Umschalttaste gedrückt halte, dann verschiebt sich automatisch der rechte Clip so weit, wie ich dieses Trimmen anwende. Natürlich geht das nur, wenn in dem einen Clip hier noch Material vorhanden ist, was überhaupt dann weiter angezeigt werden kann.